Hi und willkommen zurück bei den Foo Brothers. Ich bin Fumochi und heute schauen wir uns die Klassen von Blue Protocol an. Ja, ihr habt richtig gehört, endlich! Das lange Warten hat sich gelohnt. Im Januar 2023 wird die Beta des atemberaubenden Anime-MMO in Japan getestet und uns wurden vorab schon zahlreiche Einblicke und Infos zu den Klassen gegeben. Als erstes hätten wir den Aegis-Kämpfer oder im Englischen auch Aegis-Fighter. Diese Nahkampfklasse kämpft mit einem Schild und Schwert und ist der klassische Tank in einem MMO. Er ist an der vordersten Front aktiv und zeichnet sich durch die Balance zwischen Offensive und Defensive aus. Diese Klasse besitzt eine spezielle Schildanzeige. Diese Anzeige stellt die Ausdauer dar, um eingehenden Schaden zu blockieren, und sie regeneriert sich wieder, wenn nicht geblockt wird. Durch erfolgreiches Blocken kann der Aegis-Kämpfer starke Konterangriffe ausführen. Und wenn die Schildanzeige 0 erreicht, zerbricht das Schild und ihr könnt einige Sekunden lang nicht mehr blocken. Nicht zu vergessen ist der Tank wie immer ein Teamplayer. Er kann sich und das ganze Team shielden und auch heilen. Außerdem kann er wie immer die Gegner taunten und zusammenpullen. Der Tank sollte hier auch stets die Aggro halten. Ich glaube, ich weiß schon, welche Klasse Klein spielen wird. Als zweites hätten wir den Zwillingsstürmer oder im Englischen Twin Striker. Der ist eine DPS-Nahkampfklasse und entfesselt mit seinen mächtigen Dual-Äxten stürmische und wilde Angriffe. Diese Klasse kann man sehr gut mit dem Berserker vergleichen, denn durch kontinuierliche Angriffe überschreitet seine Kraft seine Grenzen und nimmt weiter zu. Er verfügt über Fähigkeiten, die ihn am Leben halten, solange er konstant Schaden verursacht. Also, je aggressiver er ist, desto länger bleibt er am Leben. Der Zwillingsstürmer besitzt einen Kombometer, der ihm Bonusschaden für jeden erfolgreichen Angriff verleiht. Neben zahlreichen flinken und stürmischen Attacken besitzt er auch noch über Fähigkeiten, den Gegner Leben abzusaugen und sich selbst zu heilen. Als nächstes hätten wir den Explosionsbogenschützen oder im Englischen Blast Archer. Für alle Fernkämpfer darf diese Klasse natürlich nicht fehlen, also passend für mich. Sie ist eine DPS- und Unterstützungsklasse mit großer Reichweite, die mit einem Bogen ausgestattet ist. Diese Klasse ist agil und verursacht erhöhten Schaden an feindlichen Schwachstellen. Je nach Kampfsituation besitzt sie eine Vielzahl von taktischen und flinken Spielstilen. Die Klasse hat mehrere Angriff-, Buff-, Debuff- und Supportfähigkeiten und nicht zu vergessen eine Menge mächtiger Flächenattacken wie der berüchtigte Pfeilregen. Als vierte Klasse haben wir den Zauberer oder Spellcaster. Der Spellcaster ist eine Fernkampf-Magier-Klasse, die mit einem Stab ausgestattet ist. Diese Klasse kann die Elemente auf dem Schlachtfeld manipulieren und benötigt wie immer in jedem MMO Mana, um einige Zauber zu wirken. Aber angeblich erholt sich ihr Mana im Laufe der Zeit nicht, sondern muss durch den Einsatz bestimmter Fähigkeiten aufgeladen werden. Richtig heftig. Sie können verschiedene Attributsangriffe lernen, darunter Feuer, Eis und Blitz. Und der Zauberer brilliert in einer Party am besten, denn seine hohen Macht- und Attributseffekte sind in Gruppenkämpfen effektiver. Als letztes hätten wir den Heavy Smasher. Diese Klasse ist für die kommende Beta jetzt neu reingekommen. Mit seinem superschweren Hammer, den er sowohl als Nahkampfwaffe benutzt, als auch abfeuern kann, zerstört er auf alle Fälle die Frontlinie massiv. Sein mächtiger Schlag kann die Erde erschüttern und seine Verbündeten vor Horden von Feinden schützen. Im Gegensatz zu den flinken Klassen ist er ein wenig langsamer natürlich, haut aber dafür extrem zu und hält auch um einiges mehr aus in der Defensive. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, einen Nahkämpfer oder Fernkämpfer zu spielen, wäre der Heavy Smasher eine gute Lösung, denn er kann einfach beides gut. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden! Bis jetzt reizen mich der Blast Archer und der Spellcaster am meisten. Ich war schon immer ein Fernkämpfer und die beiden sehen für mich nach sehr, sehr viel Spaß aus. Und ich glaube, mein Bruder Klein wird den Aegis Fighter safe spielen. Welchen Charakter wollt ihr denn spielen? Hat euch einer von denen angesprochen? Lasst uns das doch bitte in den Kommentaren wissen. Falls das Video euch gefallen hat und ihr in Zukunft keine Guides und Infos zu Blue Protocol verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne und lasst einen Daumen hoch da. Wir freuen uns schon gemeinsam riesig auf den Release. Also, man sieht sich. Eure Foo Brothers.